ich bin die Emma. Ich bin 18 Jahre alt. Und ich studiere Biophysik an der Goethe-Uni in Frankfurt. Die große Leidenschaft aber ist die Wand. Fast schon wie Spider-Man stürmt Emma nach oben, bis zu 15 Meter hoch, als wäre es gar nichts. Weil man so in dem Flow ist einfach, dann fühlt sich das alles so ganz geschmeidig an, so wie ein Tanz, obwohl ich auf dem Boden nicht gut tanzen kann. Ja. Getanzt wird in der Luft. Emma Bernhardt aus Oberursel ist westdeutsche Meisterin. Ihre Trainingsroute heute ist die extrem schwierige rote. Stelle ich den Fuß hier ganz hoch, dass ich mich hier rausdrücken kann. Nur die roten Griffe dürfen benutzt werden, alle anderen Farben sind tabu. Emma Bernhardt kraftvoll, elegant zum Ziel. Und jetzt bin ich auch gleich schon oben angekommen. Die 18-Jährige klettert. Sieht man, da oben ist der letzte Griff. Seit frühester Kindheit an, mittlerweile leistungsmäßig mit täglichen Kraftübungen oder Einheiten in der Halle. Früher war es immer so, wenn ich erzählt habe, dass ich klettere, dann kam der Kommentar, kletterst du auf Bäume? Aber die meisten finden das auch super cool, dass ich das auch so intensiv mache. Das Klettern lernen kann jeder, viel braucht's nicht. Magnesia für die Hände, ansonsten ist die Ausrüstung übersichtlich. Wichtig sind aber die richtigen Schuhe. Und Achtung, die müssen super eng sitzen. Von meiner Schuhgröße her habe ich Schuhgröße 39-40. Und in den Kletterschuhen habe ich 37,5, auch 37. Und das liegt einfach daran, dass die Schuhe so klein sein müssen, damit man ordentlich Druck vorne auf die Zehen ausüben kann. Damit man dann auch auf ganz kleinen Griffen stehen kann. Und der große Traum? Um Medaillen zu klettern in 6 Jahren in Los Angeles. Mein Ziel ist natürlich, das liegt zwar noch in sehr weiter Ferne, Olympia 28. Aber dafür muss ich noch echt viel arbeiten. Emma Bernhardt aus Oberursel, die Tänzerin, hoch oben in der Wand.